Ja, wir sind jetzt am Ende der ersten Sitzungswoche im Jahr 2019. Es gab unerfreuliche Ereignisse und erfreuliche Ereignisse. Unerfreulich ist sicherlich die Entscheidung des britischen Unterhauses gegen einen geordneten Brexit. Wir haben jetzt bis zum 29. März Zeit, um noch etwas hinzubekommen. Der Ball liegt aber, und das muss man ganz klar sagen, in Großbritannien und nicht bei uns. Und natürlich wird die Europäische Union an ihren Prinzipien festhalten. Schönes Ereignis war unser Festakt zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Es war auch wichtig, dass wir dies im Deutschen Bundestag begangen haben, weil Frauen gerade in der Politik immer noch nicht paritätisch in den Gremien, in den Ämtern vertreten sind. Da müssen wir noch nacharbeiten, und dieser Festakt war eine wichtige Erinnerung daran. Wir konnten fraktionsintern 25 Jahre Kardinal-Höffner-Kreis feiern. Das ist eine Vereinigung von katholischen Abgeordneten innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und eine Feierstunde mit Kardinal Marx, die auch nach vorne gewiesen hat. Und am Freitag haben wir dann die sicheren Herkunftsländer benannt. Das sind die nordafrikanischen Länder, aber auch Georgien, die es uns ermöglichen sollen, dass wir Asylbewerber nicht schlechter behandeln, wie es einige sagen, sondern dass wir ein schnelleres Verfahren für sie hinkriegen und dass wir auch eine schnellere Ausreise hinbekommen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Gesetz nicht von den Grünen im Bundesrat blockiert wird. Musik